damit hallo und herzlich willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge Borderlands. Hier, der Zero ist auch wieder mit dabei. Hallöchen! Moin moin, Freunde! Genau. Und ja, ich bin gespannt. Wir haben ja eben ein paar Banditen gekillt und auch ich habe schon eine neue Waffe gefunden. Yay! Und ja, was müssen wir jetzt machen? Die Quest abliefern, würde ich sagen. Ja, wir müssen jetzt zurück zu Zed. Wir haben jetzt die paar Banditen getötet, die wir hatten. Wir müssen jetzt nochmal zurück. Oh, ich habe noch eine Kiste gefunden. Moment. Was? Eine kleine. Okay. Das ist schon verpasste Loot. Nein. Ich hänge irgendwo gerade in einem Graben drin, ne? Ich komme hier, glaube ich, nicht raus. Oh, was ist denn das? Ah, ich habe auch eine kleine Kiste gefunden. Oh, schön. Oh, $27. Rutsche ich gerade ab. Ja, jetzt bin ich genau hinter dir. Ich glaube, das Geld teilen wir uns sogar. Ja, das kommt mir auch so vor. Weil immer, wenn du was aufhebst, dann sehe ich oben auch eine Nachricht. Und mir kommt auch das Bild rein, wo dann der Zähler hochgeht. Also schätze ich mal, wird es so sein. Ja, super. Müssen wir nicht geizig sein. Genau, dann müssen wir uns auch nicht streiten wegen dem Geld. Ja. Nur noch wegen den Waffen. Ich halte die medizinischen Geräte. Ja, gut gemacht, mein Freund. Yeah. Treffen mit TK Baha. Wir treffen heute das erste Mal TK Baha. Und dafür müssen wir eine Weile laufen. Wir gehen mal kurz zu Claptrap, der hat da gerade ein bisschen Information für uns, glaube ich. Oder? Hallo, Fremder! Weißt du, der stand da so und hat mir zugewunken. Da dachte ich, ich gehe mal hin. Das ist ein Arsch. Hallo! Komm, gehen wir erstmal zu TK. Okay. Dafür müssen wir hier an den Skaks vorbei. Ich glaube, die müssten sogar noch tot sein, hoffentlich. Das ist immer das Nervigste am Anfang, durch diese kleine Ebene mit den Skaks zu gehen, finde ich persönlich. So, ich nehme jetzt aber mal meine Pistole in der Hand, weil für die Kleinen nehme ich dann nicht die Shotgun. Da habe ich nämlich gerade nur 6 Schuss. Das ist jetzt nicht so viel. Ja, das stimmt. Na, da wird noch einiges auf dich zukommen, wo du denkst, oh, das ist geil. Oh. Oh, die Pistole ist besser als meine. Wie sieht's bei dir aus? Kannst ruhig nehmen. Meine Pistole ist besser. Ey! So. Oh! Der TK. Du! Noch ein Schritt und es ist dein letzter! Du hättest deinen Gesichtsausdruck sehen sollen. Ja, sehr lustig. Ich finde den Tod immer sehr lustig. Warum kommst du nicht her und wir plaudern eine Runde? Okay. Ist immer schön, Gesellschaft zu haben. Dann sprechen wir mal wieder. Keine Sorge wegen mir, ich kann auf mich aufpassen. Ich komm schon klar, okay? Alles cool. War alles cool. TK Baha, wer da? Oh, ein Neuer in der Stadt, was? Ich bin TK Baha. Warte, ich glaube, ich habe da etwas gehört. Beschaffe die gestohlenen Vorräte und kehre zu TK zurück. Ich habe es gehört, die verdammten Skaks haben sich an meinen Vorräten zu schaffen gemacht. Verflucht sollen sie sein. Du, wer du auch bist, ich will, dass du diese Rattenbastarde tötest. Sie haben mein halbes Lager ausgeraubt. Du musst irgendwie runterscrollen. Achso, ich sehe schon. Du musst meine Vorräte wieder beschaffen. Dann können wir reden, wenn ich mich etwas beruhigt habe. Ja. Wir sollen seine Vorräte besorgen. Ah, okay. So, jetzt habe ich es auch. Dafür müssen wir mal wieder ein paar Skaks fertig machen. Na Mensch. So, ein bisschen. Oh, das ist ja schon einer. Diese kleinen Häufchen aufmachen und da befinden sich später seine Vorräte und natürlich auch Loot. Da, hier ist das Gebiet. Und die sind schon Level 2, das heißt, die Gegner haben auch Levelstufen. Und wenn wir mal einen Gegner sehen, der einen Totenkopf über seinem Level hat, nicht angreifen. Nur mal so ein Hinweis. Okay, das sind dann Hardcore-Monster, also Elite-Monster oder so, oder? Die sind dann über unserem Level. Ah, okay, alles klar. Was haben wir denn da? Naja. Also, wenn ich mal ganz ehrlich sein darf, ja, ich möchte gerne die Waffe da oben haben. Welche Waffe? Die da oben, am Turm. Ich glaube nicht, dass du sie tragen kannst. Ach, schade. Ich glaube auch nicht, dass nicht mal, dass sie funktioniert, sonst wären hier keine Skaks, oder? Ja, das stimmt auch wieder. Aber die guckt ja in die andere Richtung, deswegen. Ja, hier sind Vorräte. So, noch 3. Ah, nochmal ein.
Und da hinten sehe ich schon zwei. Ah, direkt vor uns sind die anderen beiden. Na, nach Land! So. Oh, ein Level 4. Oh mein Gott. Erstmal schön ins Gesicht. Ja. Ah, die werden schon ein bisschen härter. Ja, das stimmt. Ich bin gerade mal Level 3. Oh. Ja, gleiche hier auch. Ach, hier ist Geld. Gut, alles klar. Ja, ich krieg's auch. Super. Hier diese roten Pillen. Das Leben, falls du mal Leben brauchst. Du weißt, wie die aussehen. Ah, okay, alles klar. Meine Munition ist komplett voll. Ich kann nichts mehr klauen. Schade. Ja, es ist schön, dass deine Munition komplett voll ist. Meine leider nicht. Das liegt darauf, weil ich sie immer klaue. Ja. Ich habe so schon diesen Reflex, weißt du, wenn ich etwas sehe, das sofort einzusammeln. Ja, da komme ich schon mit klar, das ist völlig in Ordnung. Wird nur dann irgendwann so weit kommen, dass wenn ich vor dem Boss stehe und es klick, klick, klick macht, ich wegrennen werde und du schön weiterballern kannst. Tja. Alles hat so seine Vor- und Nachteile. Du bist kein Skag, oder? Mann, dein Glück. Ich schieße nur aufs Skag. Ja. Meistens jedenfalls. Oh, beschaffe die gestohlenen Vorräte und kehre zu TK zurück. Das haben wir gemacht. Ja. Wow, das klang verdammt gut. Zu Boden gehen des Kacks sind wie Musik in meinen Ohren. So, hast du Granaten? Kaufe mindestens eine Granate und kehre anschließend zu TK zurück. Das heißt, wir müssen jetzt Granaten kaufen und zurücklaufen. Gut gemacht. Dank dir habe ich beschlossen, meine Filiale in Firestone wieder aufzumachen. Komm und kauf dir neue Ausrüstung. Ah, ich hab mir schon. Der Markus war übrigens unser Busfahrer für Tau, da er das Intro, glaube ich, nicht gesehen hat. Und ja. Der hat beschlossen, hier sich jetzt doch einzunisten, weil wir hier ein bisschen klar Schiff machen. Ah. Und da haben wir jetzt wieder zwei Standardgegner, die sich hier immer tummeln. Und da sehen wir, Gegner haben auch Schilde. Was später sehr nervig sein kann. So, dann läuft mal mehr auf ihn zu. Bumm. Es gibt auch spezielle Waffen, die Schilde brechen. Und guck dir diesen Kleinen an. Und hier ist ein Mini-Psychopath. Gott, bist du süß. Der war niedlich. Ja. Kann man den als Haustier haben? Ich glaube nicht. Jedenfalls nicht in diesem Teil. Nicht, dass ich wüsste. Und da öffnet der Markus seinen Laden. Er ist natürlich nie selber drin. Er befindet sich ganz woanders. So, hier haben wir eine schicke Truhe mit Munition. Alles klauen. Ah, alles meins. Zu spät. So. Okay. Das hier ist Munition, glaube ich. Was war das hier? Nee, der linke ist Munition, der rechte ist Granaten, oder nicht? Oder? Ach, nee, der linke sind Waffen. Linke sind Waffen und rechte ist Munition und Granaten. Ja, ich sehe sie ganz unten. Okay, wir sollen also eine Granate kaufen. Ja. Ich fertig. Okay, Moment. Ich muss jetzt erstmal eine Granate kaufen. So, okay, das habe ich getan. Und dann wollte ich mal kurz bei den Waffen gucken. Genau. Lohnt es sich eigentlich in diesem Spiel bei Waffen zu gucken oder sollte man doch eher auf den Loot gehen? Es lohnt sich definitiv bei den Waffen zu gucken. Gerade sehen wir auch hier zwei blaue Waffen. Am Anfang ist das noch gut auf grüne. Grüne meine ich. Zwei grüne Waffen. Wir sehen zwei grüne Waffen. Am Anfang sind grüne Waffen noch echt gut. Da kannst du dir welche aussuchen, falls diese stärker sind als deine Hauptwaffe. Und da haben wir noch, die Zeit läuft, ein Angebot des Tages. So, da sehen wir haben noch 2 Minuten, uns für diese Waffe zu entscheiden, falls wir sie möchten. Die ist ein bisschen reduziert im Preis und stärker. Ich kann es mir gerade so leisten, falls ich es haben möchte. Aber ich bin eher so der Pistolero. Deswegen lasse ich es. Ja, kann man eigentlich die Waffen vergleichen mit seinen eigenen Waffen, die man gerade trägt? Kannst du. Ich weiß aber nicht mehr, welche Taste das war. Auf Xbox hätte ich es dir sofort sagen können. Also ich sehe unten gerade, auf E kann man vergleichen. Da wird mir allerdings nur das... Ah, alles klar. Man muss einfach nur mal runterscrollen. Dann kann man das sehen. Genau, du hast hier Laden, du hast deinen Rucksack. Und du hast die ausgerüsteten Waffen. Ja, sehe ich es auch gerade. Ich wollte gerade mal kurz. Ach, ich kann mir sowieso nicht leisten. So, alles klar. Dann können wir weiter. Ich spiele übrigens mit dem Controller und der Tau spielt mit der Tastatur und Maus. Deswegen wird sich unsere Steuerung immer ein bisschen
nicht gleich anfühlen. Genau. So, wir müssen da hinten, ne? Wir müssen jetzt zurück zu TK. Ah, natürlich. Der hat uns ja die Quest gegeben, dass wir jetzt eine Granate kaufen sollen. Mal schnell in eine Stadt gerannt, eine Granate gekauft und wieder zurückrennen. Ja klar, die ersten Missionen, man kennt es. Ja, das ist nichts anderes. Und da sind die Skaks wieder. Yay! Kann ich dir eigentlich Schaden zufügen? Mir? Nein. Mhm. Nur wenn wir wirklich uns gegenseitig schlagen und quasi der Arena-Modus startet. Alles klar. Dann können wir uns gegenseitig fertig machen. Aber ansonsten kannst du eigentlich auf mich ballern und passiert nichts. Bis auf, dass ich Munition verliere. Ja, das ist definitiv klar. Aber ich habe damit noch kein Problem. Das ist gut. Ich klaue dir die ganze Munition. Mann, dein Glück. Ich schieße nur aufs Keks. Meistens ja, kaufe mindestens eine Granate und kehre anschließend zu TK Bar zurück. Hammer gemacht. Hast du ein oder zwei Granaten? Großartig, das wird uns sehr nützlich sein. Jetzt kannst du nach Skag Gully, ist das richtig? Ja. Gehen und die Nine Toes in den Hintern schieben. Was? So, zerstöre die Barrikaden, gehe nach Skag Gully und töte Nine Toes. Das können wir doch machen, oder? Huch, und es wurde schlagartig dunkel. War es nicht gerade noch hell? Na, ich glaube, es hat schon so ein bisschen gedämmert. Aber dass es jetzt so dunkel war. Ich hatte irgendwie in Erinnerung, dass wir gerade, als wir ihn angesprochen haben, es ziemlich hell war. So, wenn sie ihr Maul öffnen, einfach reinschießen, tot. Genau, also ich dachte, es war so ein bisschen Dämmerung, aber naja, mein Gott, jetzt ist es halt dunkel. Wir müssen in die Richtung. Ach ja, natürlich, oh Gott. Da schießt irgendwas. Ja, die sind wieder gespawnt, die spawnen jedes Mal wieder, die Schweine. Hinter dir, Achtung. Dieses kleine Bisspiel. Ich laufe mal ein bisschen denen entgegen. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Ach, cool. Ach, ich bin jetzt Level 4. Ich kann meine neue Waffe tragen, ne? Wo ist sie? Wo ist sie? Ah, okay. Die Rüstung lädt sich nach einer Zeit wieder auf. Das ist natürlich schön. Das ist ein Energieschild. Jetzt habe ich schon eine bessere Waffe gefunden als vorhin. Traurig. In Borderlands gibt es verschiedene Gebiete, in die wir eintreten werden. Und wir treten gleich in ein Gebiet ein, das ist am Anfang doch ein bisschen schwerer. Je nachdem, wenn man einige Missionen schon in einem etwas frühzeitigen Level machen möchte. Um ein bisschen Zeit zu sparen. Was wir definitiv machen werden, weil ich immer mache. Weil ich nie wirklich Lust habe, immer hin und her zu laufen. Ja, das Hin- und Herlaufen, das geht einem natürlich immer so ein bisschen gegen den Strich, das ist richtig. Ja, das ist bei RPGs halt üblich, ne? Ja. Du läufst in ein Gebiet, wo du in einem guten Level bist, und im Gebiet befinden sich noch stärkere Gegner, wo du erst später hin kannst. Da läuft man halt immer hin und her. Kevin! Und somit kommen wir zu Skag Gully. Man ja bis hierher gehört. Wurm. Wird Zeit, dass Nine Toes auch so ein Ding abbekommt. Ich geb dir sein. Ach, du bist schon reingegangen. Oh, ich bin jetzt schon weg. Hoppala. Naja, macht nichts. Er war fast fertig mit dem Gespräch. Okay, Entschuldigung. Es tut mir wirklich leid. Errungenschaft freigeschaltet. Skag Gully entdeckt. Ah, hier haben wir jetzt auch wieder zwei Läden. Genau. Achso, die haben überall ihre Läden stehen und da können wir immer mal so ein bisschen einkaufen. Genau. Ja? Später ist es wirklich wichtig, immer wieder Munition zu kaufen. Momentan haben wir es erreicht, dass wir tatsächlich nicht so viele Munitionsprobleme haben. Später, wenn wir wirklich in Bosskämpfen sind, müssen wir doch schon unsere Munition ein bisschen aufstocken. So, hier haben wir zum Beispiel Granaten-Upgrades, schockgummierte Ausrüstung, um Gummigranaten zu werfen. Das heißt, wenn wir sie auf den Boden werfen, dann ploppen die überall hin und machen so noch zusätzlich Blitzschaden. Ist aber erst auf Level 7, deswegen eher uninteressant. Das ist aber tatsächlich nur bei dir, ne? Kann sein, dass wir verschiedene haben. Ja, weil, also auf dem linken habe ich jetzt nur Munition und Upgrades für, also Speicherdeck-Upgrades. Das heißt, dass ich mehr tragen kann und so weiter. Ja, Angebot des Tages habe ich gerade angeguckt. Das ist auch ein Angebot des Tages. Ah, schockgummierte. Alles klar, ja. Sorry. Hier haben wir Angebot des Tages ein Schild mit 66 Kapazität. Wir haben derzeit 50, das könnte man sich also kaufen. Aber ich bin geizig. Ich weiß nicht, wie teuer ist, aber ich bin geizig.
Ja, es ist also für 728, naja, wenn er mit mir verhandeln würde, vielleicht, aber für 728, nö. So, was hast du da jetzt schon wieder gefunden für schöne Sachen? Da war ein bisschen Munition drin, aber nichts Großartiges. Okay. Nichts, alles was ich hier dir sagen müsste. Immer alles klauen, weißt du? Ja, ja. Frag ich lieber nochmal nach. Autsch! Autsch! Ja, natürlich gehen die sofort auf mich. Und schon habe ich mein Schild verloren. Okay. Große Waffe, nein! Wo bin ich denn jetzt? Du bist anscheinend runtergefallen. Ja, hier ist ein Level 7 Typ hier. Ich wünsche dir da viel Spaß, ich werde da nicht mehr kommen. Das sind übrigens keine Totenköpfe, sondern es sind Ausrufezeichen. Achso. Das waren immer früher Totenköpfe. Du machst das schon, ne? Doch, Totenschädel. Wusste ich doch. Ich glaube, Ausrufezeichen ist nur. Nur dass das. Es ist nur möglich mit dem Ausrufezeichen. Na komm, ich sehe deine Energieanzeige. Ich helfe dir mal ein bisschen. Ich bin schon weg. So, ich kann ihn wiederbeleben. Und er kann sich natürlich auch selber retten, indem er jetzt einen Gegner tötet. Dann steht er von alleine wieder auf. Oder ich rette ihn halt. Aber ich habe nicht wirklich das Leben dazu. Aber ich versuch's mal lieber. Oh Gott, ich bin auch. So. Okay. Versuche einfach mal einen zu killen. Ich sehe rein gar nichts. Oh Gott. Aber ich kriege ihn, ich kriege ihn. Ja, ich stehe wieder. Ich bin weg. Sehr schön. Oh Gott, ich liege gleich schon wieder auf dem Boden. So, ich mache den schon mal ein bisschen low, dass wenn ich gleich am Boden liege, so, ich ihn fertig machen kann. Oh gut, du musst explodiert, hast du eine Granate geworfen? Ja, ich hab von oben eine Granate runtergeworfen. Ach, der lebt ja noch. Sehr schön. So, dann okay. Komm ich jetzt mal wieder runter. Komm lieber nicht runter, wir müssen hier ja gar nicht hin. Oh Gott, da ist ja noch so. Einer. Oh, leben, ja. Oh, oh, oh. Wunderschön. Warte. Ich muss mal kurz in meine Musikeinstellung gucken. Ich weiß, ich werde gerade getroffen. Ich muss mal die Musik runterstellen. Wo ist er? Da ist er. Oh, keine Munition mehr. Shit. Wie verwirrt er ist. Ich wusste anscheinend gerade nicht, wohin. Toll, der macht da sein Maul auf und ich treffe ihn einfach nicht. Au ja. So. So, dann lass uns hier mal verschwinden, Alter. Will hier nicht unbedingt bleiben. Gerade nochmal die eine Munition. Oh, was haben wir denn hier? Oh, ein Shell Upgrade. Das ist eine Kiste. Hab ich die jetzt nicht ausgerüstet? Geht. Achso, das Schild muss ich erstmal aufladen. Ich wundere mich, ich sammle das Ding auf und habe immer noch 50 Schild. Aber es lädt sich erstmal auf. Ah, jetzt habe ich meine 60. So, wir gehen nämlich in diese Richtung, wo es ein bisschen sicherer ist als da, wo wir gerade waren. Hier sind sie nämlich nur Level 4. Hör mal die Shotgun ins Gesicht gehalten und weg mal. Ja, gleich ins Gesicht hier. So. Wobei ich ganz ehrlich bin, die Shotgun ist gar nicht so unbedingt was für mich. Die nehme ich jetzt eigentlich gerade nur, weil sie so gut ist im Gegensatz zu der anderen Waffe. Also später nehme ich doch gerne mal eine Shotgun mit, gerade wenn sie irgendwie Explosivschüsse haben. Das ist richtig cool. Ja, das einzige Manko, was ich nun mal habe an Shotgun, man muss immer so nah ran. Naja, das ist natürlich so das Problem, aber später wirst du es lieben, wenn wir nur kleine Areale haben und du nur eine Shotgun dabei hast. Dann wirst du denken, okay, zum Glück habe ich sie dabei. Das ist möglich. Oder wenn du am Boden liegst und vor dir ist ein Gegner, dann schmetterst du ihm doch am liebsten einen Raketenwerfer oder eine Shotty ins Gesicht. Damit du wieder aufstehen kannst, weißt du? Ja, ich habe jetzt auch so ein Schild bekommen. Ich habe jetzt 66 Schild. Ich habe nur 60. Also gut, dass ich es nicht gekauft habe eben für 700 noch was. Jetzt hast du es gratis bekommen. Genau. So, hier kriegen wir eine sehr schöne Waffe. Oder ich kriege eine schöne Waffe. Oh. Oh! Oh, auch was Schönes für dich dabei, ja?
Ja, die macht zwar ein bisschen weniger Schaden, aber jetzt habe ich, obwohl ich lange E gedrückt habe, habe ich die jetzt immer noch, die Shotgun. Moment, ich will jetzt mal ganz kurz, oder war... Vielleicht ist sie nicht auf deinem Level. Kann man die dann... Hä? Angeblich habe ich sie gar nicht aufgehoben. Ach so, nee, doch. Du musst mindestens Level 6 sein. Gut, alles klar. Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, siehst du, wir sind jetzt fast Level 5. Jetzt habe ich es kapiert. Oh, die Waffe ist schön, die ich gerade gefunden habe. Die macht richtig schön Schaden. Oh, das gefällt mir. Huch! Wo kommt der denn her? Oh, meine kleinen Minimis. Wie sie auch rumfallen, ne? Finde ich großartig. Level up. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ich leider noch nicht. So, sehr schön. Da liegt noch was, da liegt noch was. Ah, Munition, ja. Hier liegt auch noch Munition, kann ich nicht aufheben. Ah, ich habe schon zu viel. Ah, ich hab noch. Das ist wahrscheinlich Pistolenmunition, weil du keine Pistole hast. So. Ja, die Pistole habe ich schon, aber ich benutze die kaum. Ach so. Ah, ich bin jetzt Level 5. Das heißt, ich könnte jetzt quasi ein Perk verteilen. Das mache ich aber erst, wenn Tau sein Level auch hat. Aber bevor wir jetzt hier in diesen Firestone Population gehen, piss auf, würde ich sagen, beenden wir die Folge hier erstmal, bevor wir reingehen. Und morgen erwartet uns dann das Innere von Trouble. Haut rein, euer Zero und ja, der Tau. Unser, der Tau TV, sorry. Haut rein. Alles klar. Jo, ciao. Tschüss.